Erin Derdiok schießt wieder Tore. Eigentlich nichts Ungewöhnliches für einen Bundesliga-Stürmer, gerade in Testspielen gegen unterklassige Mannschaften. Aber für den Schweizer ist es mehr nach seiner Zeit in der Hoffenheimer Trainingsgruppe 2 und dem Neuanfang in Leverkusen. An erster Stelle bin ich natürlich überglücklich, dass ich die Chance bekommen habe jetzt hier. Und wie gesagt, ich werde arbeiten und alles daran geben, damit ich das irgendwie zurückgeben kann. Und mit so Leistungen wie heute und Präsenz versuche ich das natürlich die kommenden Wochen fit zu sein. Das Spielen hat Derdiok nicht verlernt. Viele gute Aktionen, 3 Tore. Ein Traumeinstand bei der Werkself. Und das nach dem dunkelsten Kapitel seiner Profikarriere. Ganz ehrlich, also ich will jetzt überhaupt nicht in die Vergangenheit schauen. Also ich will auch nichts mehr kommentieren in Bezug die letzten Jahre. Ich bin hergekommen zu Leverkusen für einen Neuanfang. Wir haben genug Spiele und super Herausforderungen. Und auf das motiviere ich mich und bereite ich mich vor. Für ein Jahr ist der Schweizer ausgeliehen an seinen ehemaligen Club. Eine Zeit, die er unbedingt nutzen will. Zumal ihm das Image des Unvollendeten anhaftet. Ich habe gesagt, ich habe eine Chance bekommen und die versuche ich auszunutzen, dem Verein zu zeigen, dass ich da Gas geben möchte und mich in die Mannschaft spielen möchte. Und dann liegt es an dem Verein am Schluss, die Karte zu ziehen oder nicht. Derdiok genießt die neue Aufmerksamkeit um seine Person. In Hoffenheim hatte er sie lange vermisst.